Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Universal Gravitation. Seit dem letzten Part ist dieses Let's Play hier zu einem Rage-LP geworden, habe ich auch nicht erwartet. Nach dem ersten total niedlichen und auch ein bisschen lustigen und blöden Part. Aber mittlerweile sind die Levels so bockschwer, vor allem Gold zu kriegen. Ist richtig hart einfach nur. Ich bin ewig gesessen an diesen beiden Leveln, vor allem beim letzten Mal. Ich hoffe, dass es heute etwas besser laufen wird, dass ich mal wieder ein Level vielleicht gleich im ersten Versuch schaffe auf Gold. Habe ich am Anfang immer geschafft, so ungefähr, und jetzt schon seit langer Zeit, glaube ich, nicht mehr. Mal gucken. 5, 4, Geld sammeln. 70 Münzen. Los geht's. Okay, die fetten Shy Guys. Auf denen kann ich entlang bouncen, genau. Und währenddessen muss ich hier ein bisschen Geld sammeln. Ja, das geht ja eigentlich bisher. Da kommen noch ein paar mehr. Ich kann schon mal die hier mitnehmen. Da kommt. Okay. Die bewegen sich, glaube ich, unabhängig von, genau, von meiner Ausrichtung. Die laufen, glaube ich, einfach random auch. Die Shy Guys hier. Und das war's sogar schon. 7 Münzen. Okay. Das wär gar nicht so schlimm, wenn man da auch eine verfehlt. Bei 7 ist eh nicht so viel. Es kommt halt vor allem drauf an, in den Leveln, wo viele Münzen sind, da halt alle mitzunehmen. Oder halt viele von denen dann zumindest. Ja! Aber wie fies. Aber man hat hier zumindest kein... Oh Gott, die werden auch kleiner jetzt. Zumindest kein Zeitlimit oder sowas. Das ist ganz gut. Das ist wirklich nur Geld einsammeln. Irgendwie der Kleine, ja guck mal, das sieht zwar schwieriger aus, aber der Kleine hat einfach genauso eine große Hitbox wie der Große. Der Große hat nämlich auch eine voll kleine schon. Und ich stehe hier voll schief drauf und das hat trotzdem gezählt. Oh nein, oh nein. Oh shit, nicht wieder sowas, das kam ja schon ewig nicht mehr. Oh Gott. Okay, links, links, rechts, links ist es bisher, am Ende. Weil ich muss ja den linken Pfad nehmen, aber dann rechts für die Münzen und links am Ende wieder. Okay, links, immer noch links, rechts, links. Okay, rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, links. Einfach. Das geht sogar. Immer noch rechts. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, links. Links, rechts, links, rechts, links. Rechts. Okay, also einfach immer abwägen. Ja, das geht schon. Ich muss halt abwägen, wann ich dann wechseln muss, aber das geht, glaube ich, schon. Ja, ist aber so schnell. Ja, da muss ich auch mittig sein. Ja, verdammt. Da aber links. Links bleiben. Jetzt rechts. Und links wieder. Okay. Ja, das ging schon. Hätte man besser machen können, aber das ging. Okay. Ja, die darf nicht runterfallen. Nein, scheiße. Nein. Oh, und am Ende machen sie einfach so einen Abschnitt hin, der so ultra fies ist. Oh mein Gott. Ich hasse euch, Entwickler. Das gibt's doch nicht. Ja, ich schreibe wieder, weil der Anfang, das dauert auch Ewigkeiten und ist langweilig. Moment. Mhm, das war doch gut. So, jetzt das Ende nochmal. Nein, nein, Yoshi. Nein, Yoshi. Yoshi, Yoshi. Ich war doch schon drauf. Warum ist denn Yoshi jetzt runtergefallen? Das ist auch so kacke, weil man kann beim letzten Abschnitt nicht sterben. Weil es gibt ja da keine Gefahren so richtig. Das Ziel ist halt die Gefahr, aber sterben kann man nicht. Deswegen kann man den nicht nochmal neu probieren. Wenn man da einen Fehler macht, muss man von vorne anfangen. Nochmal. Das ist einfach nur Folter, dieses Spiel manchmal. So, jetzt aber. Alter, das war schon wieder so knapp. Ah, da sind auch noch Stacheln. Spinnen die? Oh Gott. Hä, was muss ich denn? Was? Wie hätte ich... nein! 85! 85! Nein! Komm jetzt, bitte. Ja. Ja, egal. Das ist nicht so egal eigentlich. Jetzt muss ich hier nochmal nach links zurück, oder wie? Und die eine herkommt. Okay. Ey, ich meine, jetzt sind die ja gleich. Schaffe ich das denn da jetzt hochzukommen? Ich meine, ich habe ja keine Zeit mit, ne? Deswegen. Wie soll das eigentlich gehen jetzt? Wenn ich es normal lasse, schafft man das? Weiß ich gar nicht sicher. Man kommt nicht so wirklich mega weit, wenn das normal ausgerichtet ist. Geht doch. Okay, ja, 90 schaffe ich. Alter, wenn es 90 sind. Kann man da stehen eigentlich? Nee. Nee, 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 nee. Das passt jetzt. Ja.
Tja, so viel zum First Try. Ja, ich glaube, das kann ich mir abschminken, jetzt irgendein Level im First Try zu schaffen. Ich werde für jedes 100 Versuche brauchen. Warum können die Level nicht so leicht sein wie dieses Bonus-Level hier? Einfach ein bisschen nach rechts kippen und fertig. Mehr nicht. Das wäre doch schön. Aber ich habe jetzt wieder ein paar Leben wenigstens bekommen, weil ich bin gar nicht so oft gestorben hier in dem Level. Aber man hat halt viele Münzen sammeln können. So, der mal wieder. Den kam ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Nur einmal bisher am Anfang. Genau. Keine Gegner besiegen. Also drei dürfte man besiegen eigentlich, aber ich will gar keine besiegen. Oh Gott. Ne? Können hier nicht Gegner vorkommen, die unverwundbar sind? Das wäre doch schön. Okay. Aber das war nicht so schwierig, der Anfang. Das geht. Oh Gott. Oh nein. Nein! Der Ball! Und ich darf keine Gegner besiegen! Ich glaube, man soll hier runter. Nicht da links runter, weil das sind, glaube ich, Gegner. Genau. Ein Shy Guy. Ja, ich... Ja, okay. Jetzt starte ich neu. Ich muss da rechts runter, wo aber die Piranha-Pflanze ist. Super. Ich glaube, hier kann man aber relativ schnell eigentlich durch, oder? Nur der ist ein bisschen... Ja, das ist echt nicht so schwierig hier. Okay, gut. Oh Gott. Kann man halt den Oblin sogar weg? Das ist ganz gut eigentlich. Okay. So. Jetzt ruhig bleiben. Oh Gott. Ja, der springt halt manchmal einfach so hoch weg und ich weiß nicht warum. Ja. Alter, das ist ja so ein Scheiß. Ich könnte durchdrehen. Ich schaue mir jetzt mal den Rest kurz an. Okay. Ja, geil. Aber das war's schon. Ja, das geht aber sogar auch der Abschnitt tatsächlich. Und hier haben wir noch die lustigen Böden hier und ich darf niemanden zerquetschen. Das ist auch ein bisschen schade übrigens, weil manche Abschnitte wiederholen sich nämlich. Weil diesen Abschnitt hier hatten wir jetzt schon sogar mehrfach. Das ist, glaube ich, schon das dritte Mal, dass der jetzt kommt. Ja, egal. Es ist halt immer nur ein bisschen mit anderen Gegnern und sowas. Und anderen Münzen und irgendwie so. Aber sonst hatten wir das schon wirklich mehrfach. Ich will jetzt mal kurz das austesten. Wenn ich einen fresse... Okay, aber ich habe nicht verloren, ja. Aber ich habe jetzt halt die Herausforderung... Also ich sterbe nicht, er bringt mich nicht um oder sowas, der Typ. Aber ich habe halt die Herausforderung nicht gemeistert. Das Level zwar abgeschlossen, aber keine Medaille bekommen. Genau, okay. Aber ich will ja eh Gold haben. Oh, wei. So, hier nach unten, dann nur hier muss ich aufpassen. Okay, ja, der Anfang ist sehr, sehr einfach. So. Ja, wie will man das denn irgendwie kontrollieren eigentlich? Ja, komm. Nein, das gibt's nicht. LOL! Wie habe ich das denn gemacht? Richtig geil. So. Oh Gott, ich trau mich nicht. Gas. Einfach ins Ziel springen, dass das geht, glaube ich. Oder? Scheiße. Ja, aber ist nicht so schlimm. Sterben ist okay. Besser als einen Gegner zu besiegen. Okay, ich kann da noch nicht ins Ziel dann. Wenn ich den dritten übersprungen habe, dann kann ich ins Ziel springen. Direkt. Okay. Ja, warte. So, los. Okay, jetzt. Ja, passt. Was war das letzte nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Doch, das ging ja. Das mit den Teppichen hier, genau. Ja. Ich kann sie auf jeden Fall nicht durch Neigen alleine besiegen. Die Abroxas hier. Weil die Teppiche können sie nie besiegen. Okay, das geht sogar eigentlich. Man muss natürlich trotzdem konzentriert bleiben. Das ist klar. Ja, egal. Das 3 auf einmal ist halt ein bisschen eklig, weil da habe ich kaum Platz natürlich. Aber rechts oben ist schon das Ziel. Also. Das ging relativ schnell. Okay. Das Schöne ist halt bei ihm, sie ist es ja, die Rose, aber bei dem Geist, ich spreche immer männlichen Personen wegen Geist, bei dem Geist auf jeden Fall weiß man halt genau, wann man Gold hat und wann nicht. Man darf halt einfach keinen Gegner besiegen. Bei den Münzentypen weiß man es halt nicht. Wenn man halt 89 hat oder so, dann könnte man Gold haben, aber es könnte auch sein, dass man 90 braucht. Das ist halt immer das Problem. Und das gilt halt für alle anderen Geister, dass man nicht weiß, wann man Gold hat, aber bei dem hier weiß man es halt sicher, wenn man halt wirklich es geschafft hat, keinen Gegner zu besiegen. Das ist wenigstens der Vorteil. 90 Sekunden und 10 Gegner. Ja, super. Zack.
Ja, der ist tot. Ich bin auch gleich tot. ist da keiner mehr? Nee. Nur zwei Gegner, okay. Ja, nur ich muss halt erstmal wieder Auskunft schaffen. Das werde ich beim ersten Mal nicht schaffen können. Ja, voll. Also die Zunge von Yoshi ist so... Holy shit, seht ihr das? Die Zunge von Yoshi ist so kacke in dem Spiel. Da rechts, da sind auch noch welche. Warum verwechsel ich immer rechts und links? Links wollte ich sagen. Sind auch noch welche? Komm. Da ist auch noch einer. Ja, hier sind aber jetzt sehr viele. Und da ist sogar auch noch einer. Wo kommt der denn her? Okay. Da kann man sogar einfach kaputt laufen teilweise. Ich habe einfach jetzt schon die 10. Man kann einfach alleine in dem Abschnitt 10 machen. Fuck. Voll komisch. Aber Zeit ist halt richtig beschissen. Ist schon klar. Hä? Achso, ich glaube, ich soll nur einfach da rechts hin, ja. Mein Geld ist mir wurscht. Weil da oben ist auch noch einer, ja. Okay. Den Abschnitt kennen wir auch schon so ähnlich. Das haben wir mal davor mit Äpfeln gemacht. Da waren genau an der Stelle, wo jetzt die Gegner waren, Äpfel davor. Ja, natürlich. Uff, braucht man sogar 20 Gegner oder wie dann? Weil 20 wären halt sogar möglich, glaube ich. Echt richtig. Obwohl, nee, 20 braucht man nicht. Ich weiß gar nicht, ob 20 überhaupt gehen, aber das wären alle. Das glaube ich nicht. Aber die Zeit habe ich halt jetzt natürlich verhauen, das ist mir schon klar. Okay, aber das ist dann sogar, glaube ich, machbar, weil 15 Gegner reichen wahrscheinlich, denke ich mal. Und 15 hat man eigentlich recht schnell zusammen. Okay. Ja gut, das mache ich nochmal mit euch gemeinsam sogar gleich. Bam. Und, ja, egal. Bam. Okay, das war's ja schon. Zack. So, jetzt hier auf 12 kommen. Ich könnte sogar auch einen auslassen, aber ich will eigentlich hier schon alle mitnehmen, weil das ist ja recht einfach hier, alle Gegner mitzunehmen. Und dann kann ich mir halt beim Ballabschnitt Fehler erlauben. Das ist schon besser. Den muss ich gleich noch mitnehmen, auf jeden Fall. Ich lasse mir schon ein bisschen viel Zeit, ne? Aber ich glaube, das passt schon. Komm her jetzt. Ach, mach halt. Okay. Ja. Genau, das kann auch viel schneller machen als gerade eben. So, zack. Easy. Egal, den lasse ich aus. Zwei muss ich halt jetzt erwischen. Aber das schaffe ich jetzt wohl, oder? Ja, allein da links sind zwei. Wie konnte das denn jetzt wieder passieren? Warum bin ich jetzt so schnell da durch? Durch den Felsen? So, einen werde ich jetzt wohl da erwischen, oder? Lieber Ball. Aber ich schaff's dafür jetzt nicht nach unten rechtzeitig, pass auf. Yoshi. Oh, okay, danke. Das sollte reichen. Jetzt aber halt 30 Sekunden wären schon schön. Warum? Das gibt's doch gar nicht. Alter, ich war schon lange nicht mehr so frustriert wie jetzt hier. Das kann doch nicht sein. Ich werde nur verarscht vom Spiel. So, Spiel, wie wär's? Wird das jetzt was noch heute oder nicht mehr? Jetzt habe ich wieder keinen einzigen, pass auf. Nein, Alter, Yoshi. Wenn es 35 Sekunden sind. Was? Oh mein Gott. Ich weiß halt jetzt nicht mal, was ich jetzt besser machen muss. Vielleicht sind es auch doch mehr Gegner. Vielleicht muss man doch alle 20 mitnehmen. Oder 50 Sekunden Restzeit haben. Ich weiß es nicht. Das muss ich halt jetzt ausprobieren. Cool. Ja, dann muss es vielleicht doch an den Gegnern liegen. Weil ich habe das jetzt... Ich habe das so schnell gemacht. Yoshi. Ernsthaft? Wieder. Das gibt's. Oder sind es 35 Sekunden dann doch? Nee, natürlich nicht. Aber es sind halt nur 18 Gegner einfach. Und ich war jetzt ziemlich schnell, finde ich, und hatte 16. Muss man alle 18 haben oder 17? Ich verstehe das nicht. So, 17 Gegner und 35 Sekunden. Aha, 17 Gegner sind's. Man darf nur einen auslassen.
In einem Abschnitt gibt es einfach 10. Man kann einfach in dem einen Abschnitt schon alle kriegen. Aber für die Goldmedaille darf man nur einen einzigen auslassen. Und muss auch noch relativ schnell sein, schätze ich zumindest mal. Okay. So, Bonusspielchen wieder. Aber das hat jetzt auch was Gutes gehabt. Weil ich bin da jetzt überhaupt nicht gestorben. Da konnte man eigentlich kaum sterben. Es war halt eher wegen der Zeit und wegen den Gegnern schwierig. Und es gab aber ein paar Münzen, deswegen ich habe da jetzt wieder ein paar Münzen sammeln können und auch einige Leben. Deswegen kann ich in Zukunft wieder bei schwierigen Leveln, wo ich häufig sterbe, dann soll ich... Und die kann man gegenseitig zur Explosion bringen, das wusste ich gar nicht. Lol, geil. Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder dann ein paar mehr Leben hergeben und späte Abschnitte nochmal neu versuchen, wenn ich schon davor mich ganz gut angestellt habe. Okay. Ich habe wieder keinen Peil, wie lang der Part ist übrigens. Aber wir haben ja erst 3 Level gemacht, das machen wir auf jeden Fall noch. Wieder, warum kommen eigentlich immer die beiden? Sind die ein Paar oder so? 110 Sekunden und 70 Münzen. Achso, scheiße. Okay, aber das ist einfach. Das muss man einfach nur auswendig lernen. Okay, ja, das passt. Schauen wir mal den Rest noch an. Okay. Ja, ich habe tatsächlich, das ist wirklich ganz lustig. Okay, nice. Ich starte nochmal neu einfach. Ich habe jetzt einige von diesen späteren Leveln ein bisschen besser im Kopf. An das kann ich mich auch ein bisschen erinnern. Weil ich da ziemlich traumatisiert war von denen anscheinend. Weil ich da als Kind auch schon 100 Jahre gebraucht habe, um mir Gold zu holen. So. Ach, scheiße. Scheiße! Mann, man muss halt nur den Weg auswendig wissen. Ne? Rechts, rechts ist es am Anfang. Und dann, glaube ich, mal abwechselnd oder fast mal abwechselnd. Ich guck gleich nochmal. So, okay. Das ist doch ganz machbar. Keine Gegner, nichts anderes Fieses. Okay, das geht. Der erste Abschnitt geht, wie gesagt, aber auch. Ja, das ist ja voll ein nettes Level. Okay. Ja, warum habe ich dann das so in Erinnerung? Ist es so hart dann bemessen oder wie? Vielleicht. So, okay. Jetzt muss ich nur noch den da hinkriegen. Immer okay, runter, Yoshi. So. Okay. Ja, ich habe schon zu lange gebraucht, glaube ich. Hallo. Aber, mal schauen. Ja, vielleicht deswegen. Ja, jetzt geht nämlich die Scheiße los. fucking Gott. Ja, und da ist noch so ein Ding. Ja, das schaukelt halt auch immer mehr, je mehr man das durch die Gegend bouncen lässt. Alter, ich sehe halt einfach teilweise gar nichts mehr, weil der ganze Bildschirm nur noch wackelt. Ist das schon das Ziel? Ah, fuck, da unten waren auch noch welche. Okay, gut. Ja, aber da waren doch Stacheln überall, oder? Da unten. Da war doch nur, waren jetzt nur am Ende ein paar Münzen. Hä? Ja, vielleicht habe ich's. Ja, okay, den Anfang habe ich ja auch voll verkackt, das stimmt natürlich. Okay, es ist am Ende nochmal rechts. Aber das probiere ich jetzt gleich nochmal neu. Ich muss es auswendig lernen. Damit ich zumindest das mal hinbekomme. Also rechts, rechts. Links, rechts, links, links, rechts. So ist es genau. Okay. Man nimmt sogar Schaden. Das ist ja fair. Bei der idealen Route nimmt man einfach Schaden. Super. So. Ja, fuck. Ich glaube, von der Zeit her könnte es aber gehen. Eventuell. Scheiße. Oh, ja, aber nicht, wenn man so einen Kack macht. Jetzt, Yoshi, geh halt hoch jetzt. Nein! Ja, ja. Jede Münze ist hier wichtig. Ist hier noch irgendwie was? Kann man da oben? Ah, da kann man vielleicht noch hin da oben. Ah, da kann man noch hin. Da ist noch was. Okay, das mache ich gleich noch. Da ist noch ein Bonusabschnitt. Ja, egal. Ich will jetzt erstmal gucken, was hier noch ist. Nee, oder dann jetzt hier rechts rüber? Hier ist doch nichts mehr. Was? Okay. Ja, wenn ich halt was sehen könnte, das würde auch helfen, ne? Kamera. Ja, man sieht halt hier einfach das Ding nicht. Ja, wieder eine Münze hier übersehen, egal. Naja, es ist nicht egal eigentlich. Aber unten sind noch Stacheln, oder? Natürlich sind es Stacheln, ja. Aber nur am Ende sind noch ein paar Münzen, oder wie? Ja, wie soll man denn hier dann... Ich meine, ich erwarte eher 80 oder so eigentlich. Als Bedingung. Jetzt habe ich auch ein paar mehr. Ich komme sogar noch auf 75 vielleicht. Ah, okay, das sind sogar noch ziemlich viel. Ah, hier ist noch was, warte mal. Das muss ich mir kurz noch angucken, Moment. Von der Zeit her schaffe ich es ja eh nicht mehr.
kann hier doch einfach entlang laufen. Aber nur am Anfang sind Stacheln. Ist ja voll komisch. Okay. Na gut. Ich mach's mal nochmal, aber das sieht sogar auch halbwegs machbar aus, glaube ich. Okay. 80 kriege ich, glaube ich. Alter, jetzt schaukel doch nicht so. Nein! Nein, nicht. Ne, oh Gott. Ja, okay. 80 und 40. Doch. Doch. Oder? Ja. Okay, das ging halbwegs schnell. Auch kein First Try. Wie gesagt, das kann ich mir abschminken. Nochmal jemals einen First Try zu kriegen. Aber es ging relativ schnell. Okay. Ja. Dankeschön. Für die gratis 50 Münzen. So, zack. Bam. Ein Level machen wir noch, würde ich sagen. So. Das hier. Kraft und Geld. 50 Münzen und 8 Gegner. Okay. Aber ich kann mir Zeit lassen. Das ist halt schon eine große Hilfe immer. Also der Geschwindigkeitsgeist, der macht schon immer ein bisschen was kaputt irgendwie. Das ist schon einer der fiesesten. Der alleine ist halt nicht so schlimm. Einfach nur einen Speedrun zu machen, geht halt. Aber wenn man halt einen Speedrun machen muss und in Kombination aber auch noch gründlich spielen muss und Münzen sammeln muss oder so, das ist halt dann das Schlimme, finde ich. Weil da muss man halt quasi gegensätzlich irgendwie spielen. Man muss ja einerseits schnell sein, aber auch viel erkunden, um die Münzverstecke überall zu entdecken. Und das ist dann das, was es so schwierig macht, finde ich. Aber hier, das sind ja jetzt einfach nur beides Erkundungsmissionen quasi. Erkunde die Level und finde Gegner und Münzen. Und das geht dann eigentlich. Warum ist der Ball eigentlich mit Abstand die häufigste Verwandlung? Ah, lol. Das war natürlich geplant, dass ich das gleich von Anfang an da rechts rumgehe. Ja, okay, eine habe ich da jetzt übersehen, da oben. Wenn ich skillig bin, kann ich mir die sogar noch holen, wollte ich gerade sagen. Aber eher nicht. Okay. Na, warte kurz, ich muss besiegen. Ja, egal. Es ist nicht so egal mit Schaden. Vor allem, wenn die Stacheldinger. Ne, wenn die Stacheldinger vorkommen, da kann man schon schnell mal Schaden nehmen. Okay. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen übersehen habe. Da muss ich dann. Okay. Gut. Ich will erstmal die Plattform zur Ruhe bringen. Ich habe ja Zeit. Okay. Oh, los. Ja, komm. Okay. Gut. Jetzt warte kurz. Ich muss noch gucken, ob da oben irgendwas ist. Nein, okay. Aber ist ja okay. Ich habe ja Zeit. Ja, das könnte sogar vielleicht mit ein bisschen Glück doch mal wieder ein First Try werden. Jetzt müssen halt noch viele Münzen vor allem kommen. Ja, da unten ist glaube ich das Ziel. Ja, also ich darf nicht. Der Pfeil ist auch so kacke. Geh hier nach unten! Nein! Auf gar keinen Fall. Schön vorsichtig sein. Schön hier ganz nach rechts kommen. Alle Münzen und alle Gegner noch mitnehmen. Am besten auch nicht getroffen werden, weil wenn ich getroffen werde, dann laufe ich halt Gefahr, dass ich dann nach unten plumpse. Zurück. Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Sehr gut, sehr gut. Ah, nice. Okay. Ich calle mal. Das passt. Oder? Yes! Noch ein First Try! Ich fass es nicht! Ah, schön. Sehr schön. Kein Bonusspiel mehr, egal. Ich habe jetzt eh wieder ein paar Leben sammeln können. Okay, damit bin ich doch ganz zufrieden. Gut, dann würde ich aber jetzt erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Yoshi's Universal Gravitation. Beim nächsten Mal wird es weitergehen mit den letzten drei Leveln hier aus Kapitel 5. Und mit Kapitel 6 werden wir wahrscheinlich auch schon anfangen können und dann dort wieder einen neuen Geist kennenlernen. Der funktioniert nochmal ganz anders als alle anderen. Der ist aber der coolste, finde ich. Der ist ziemlich lustig irgendwie. Und vielleicht wird es sogar mit dem gar nicht so schwer. Also die Level mit dem habe ich als ziemlich hart in Erinnerung. Aber die Bedingung, die er an einen stellt, die ist eigentlich jetzt rein für eine Goldmedaille gesehen nicht so schlimm. Aber mehr dazu sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir dann eben mit Kapitel 6 anfangen werden und Kapitel 5 abschließen werden. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.